Dresden, einst abgeschottete Kurfürstenresidenz der sozialistischen Einheitspolitik, ist in Bewegung gekommen. Seit dem Fall des sogenannten antifaschistischen Schutzwalls haben die Rechtsradikalen die Straße erobert. Immer häufiger kommt es zu brutalen Übergriffen. Trauerfeier unter Polizeischutz. Vor einer Woche forderte militanter Ausländerhass das erste Todesopfer. Den 28-jährigen Mosambikaner Medak George Gomondai. Doch auch die Feinde seiner Hautfarbe begleiten ihn bis kurz vor sein Grab. Die Gesinnung bestimmt die Fronten. Neonazis von rechts, Autonome von links. Einzeln tauchen sie selten auf. Erst in der Gruppe fühlen sie sich sicher und stark. An diesem Tag sind 100 Rechte gekommen. Denn in der Masse der Gesinnungsgenossen werden schwache Gedanken zu halbstarken Parolen. Wir wollen in Dresden Deutschland uns Deutschen Ausländer raus. Egal ob Asylanten oder Scheinasylanten. Vor allen Dingen, die Typen wollen wir raus haben. Vor allen Dingen bei uns machen sie Gegenüberstellung. Da werden die Ausländer auf die Polizei reingeholt. Schwarz werden in den Niederlande, durch das Erzählen her. Da werden die reingeholt. So, und dann kontrollieren die, ja, der war das. Aber warum machen das nicht mit den Ausländern? Und dann holen uns mal rein und sagen, ja, und dann können wir auch sagen, dass die in das waren. Mensch, Alter. Bloß, wenn irgend so ein scheiß Nigger totgeschlagen wird, da kommt ja an. Bloß, wenn sie uns Latzen verprügeln, da kommt keiner an. Da fragen sie nie, wer musste ins Krankenhaus, wer musste da und dahin. Das fragen die nie. Die fragen immer bloß, kommen Nigger dran? Gut, da kam dran, gut, gehen wir nach Dresden. 10 Jahre lebte George Gomondai unter Deutschen. Am Ende bezahlte er mit seinem Leben. Auf dem Heimweg am Wochenende passierte es. Seine letzten Stunden verbrachte der Mosambikaner mit seiner deutschen Freundin und ihrem Kind Enrico. Wie so oft. Befreundet war er mit Simona schon seit Jahren. Ein Paar waren sie erst seit 3 Monaten. Simona kannte George gut und sie kannte seine Ängste vor Rechtsradikalen und ihren Parolen. Hast du Angst? Aber ruhig. Naja, lieb kann man sagen. So. Zum Kleinen war auch gut. Wir sind abends zusammen um 9 in die Disco gegangen und waren mit 5 Kollegen am Tisch zusammen und noch eine Freundin von mir. Ja, und da haben wir was getrunken und getanzt, so was man bei der Disco macht. Und um 1 war dort zu Ende. Da hat er mich nach Hause gebracht mit dem Taxi. Und hier oben haben wir dann ein bisschen zusammen gesprochen und erst dann um 3 zur Straßenbahn gegangen. In der Nacht zum Ostersonntag schlugen ihn Skinheads brutal zusammen, öffneten gewaltsam die Tür der Straßenbahn und warfen ihn aus dem fahrenden Zug. Die Täter konnten entkommen, wie so oft. Stopp, Hunde! So, alles Roger, Sieg heil! Das Ausländerwohnheim in der Innenstadt. Seine Mitbewohner warteten vergeblich auf George in jener Nacht. Mehr als 130 Mosambikaner leben hier. Die meisten arbeiten seit Jahren auf dem Schlachthof. So auch George. Zusammen mit 3 Mosambikanern wohnte er hier in einer kleinen Wohnung, teilte sich mit einem Freund 12 Quadratmeter Schlafstätte, einen schmalen Sperrholzschrank und ein Rambo-Plakat. Der Gipfel der Missachtung der menschlichen Würde. Also schlimmer kann es ja nun nicht mehr kommen, als es in diesem Falle von George gekommen ist.
Und ich halte es für dringend notwendig, dass staatlicherseits Maßnahmen ergriffen werden, um solchen Erscheinungen unbedingt vorzubeugen. Im Polizeirevier Mitte sorgt sich Kriminalunterkommissar Klaus Kupitz um die Sicherheit der Bürger. Akribisch sammelt er Flugblätter. Mehr auch nicht. War eindeutig eine NSDAP-Auslandsorganisation aus den USA hier reinwirkt, sonst kann man ja nicht ran an das Material, was dann hier gefunden wird. Wenn die Gruppierung nachts alleine kommt, noch einen Rüschen getrunken hat, und die sagen dann, weil sie ja spontan handeln, die sagen, dann hauen wir auf die Schnauze. Machen die das. Die wissen nicht, wann Schluss ist. Ich sage so, wie es ist. Wir haben genug Anzeigen. Und dann nehme ich an, dass die Dunkelziffer der Anzeigen wegen Körperverletzung und höher liegt. Weil die Leute Angst haben vor diesen Kräften. Bestimmt auch Angst haben, wenn sie mal im Gericht gegen können, offen konfrontiert werden, gegenüberstehen. Wo der dann sagt, wenn ich den anzeige, muss ich ja vor Gericht gehen. Und wenn ich rausgehe und da wird nicht eingesperrt, kriege ich von denen auf die Schnauze. Das ist sie. Die Angst regiert zurzeit hier. Polizei fährt auf. Der Anfang vom Ende einer Trauerfeier. In aller Schnelle hat man 103 Polizisten zusammengerufen zum Schutze staatlicher Ordnung und zur Sicherheit der 7000 trauernden Demonstranten auf ihrem Weg durch die Innenstadt zum Tatort. Dresdner Polizei mit Vollgas den Ereignissen hinterher. Rechtsradikale hatten die trauernden Demonstranten versucht zu provozieren. Die Linken schlagen die Gruppe in die Flucht. Steine fliegen. Auf beiden Seiten. Ja, die sind abgehauen. Die sind total verstreut überall. Wir dürfen geht zu euren Leuten und sagt den Leuten, wir tun euch nichts. Okay. Ach Gott, wir tun euch nichts. Ich hab schon Kinder genommen. Die Bilanz des Abends: 6 Verhaftungen, mehrere sichergestellte Waffen, einige Verletzte. 2 Skinheads im festen Griff der Polizei. Sie werden durchsucht. Die Personalien werden aufgenommen und dann werden die Schläger wieder laufen gelassen. Die Polizei steht der neuen Kraft von rechts machtlos gegenüber. Trauerarbeit am Platz der Einheit. Hier endete Georges letzte Bahnfahrt. Und sein Leben.